Ein menschliches Auge kann etwa 3000 Sterne am Nachthimmel erkennen. Laut der Astronomen gibt es jedoch mindestens 30 Milliarden Billionen im Universum. Warum leuchtet und glitzert dann nicht der ganze Himmel? Dieses seltsame Paradoxon wurde gelöst, und zwar vom berühmten Schriftsteller Edgar Allan Poe. Er erkannte, dass das Universum offenbar so riesig ist, dass das Licht, das aus seinen entfernten Ecken kommt, nicht genug Kraft hat, um die Erde zu erreichen und den Himmel hier zu erleuchten. Aber es gibt noch viele andere Paradoxa und Rätsel des Universums, auf die noch niemand schlüssige Antworten gefunden hat. In diesem Video erfährst du, welche unerklärlichen Dinge umgeben uns auf der Erde? Warum sind schwarze Löcher die nutzlosesten USB-Sticks der Welt? Und können wir die größten Rätsel der Wissenschaft entschlüsseln? Es mag den Anschein haben, dass die Erdoberfläche gut erforscht ist, aber genau dort liegen die ersten Rätsel. Zum Beispiel eine rätselhafte Substanz wurde seit dem 13. Jahrhundert immer wieder in der britischen Landschaft gefunden. Hast du Lust, sie anzufassen? Die Einheimischen nennen diesen geruchlosen Schleim Star Jelly, weil sie glauben, dass er mit Meteoritenschauern kommt. Das Problem dabei ist, dass kein Schleim den niedrigen Temperaturen im Weltraum standhalten würde. Und schon gar nicht würde er die Hitze überstehen, wenn er durch die Atmosphäre herunterkommt. Zoologen vermuten, dass es sich um Froschlaich handeln könnte, den Raubtiere nach dem Fressen von Fröschen zurückgelassen haben. Andere Erklärungen legen verweste Krötenkörper und Hirschsperma nahe. Igitt? Bislang wurde das Sternengel nur wenig untersucht und es wurde keine DNA gefunden. Sieh dir jetzt eine andere seltsame Substanz an. Diese hier ist definitiv lebendig. Es ist der Schleimpilz, der in der wissenschaftlichen Welt für Aufsehen gesorgt hat. Dieser einzellige Organismus ist intelligent. Als hirnloser Organismus kann der Schimmelpilz den kürzesten Weg durch ein Labyrinth finden, um eine Nahrungsquelle zu erreichen. Und er kann sich den Standort der Quelle merken. Aber was wäre, wenn diese Kreatur einfach nur die Gedanken von Forschern liest und kopiert, die sich in ihren Laboren oft ein bisschen hungrig fühlen? Wenn du mich fragst, ist diese Version nicht viel schlimmer als all die anderen, von denen wir gehört haben? Manche bizarren Lebensformen krabbeln aber nicht nur. Manche können auch fliegen. Welche unerklärlichen Dinge passieren in unserer Atmosphäre? Die alten Griechen glaubten, dass Blitze über den Himmel zuckten, wenn Zeus wütend war. Aber selbst sie hatten keine Ahnung, wie man sie deuten sollte. Kugelblitze, die Bedeutung dieser leuchtenden Kugeln, die bei einem Gewitter sporadisch durch ein Fenster fliegen können. Mitte des 18. Jahrhunderts traf eine grapefruitgroße Kugel angeblich den baltischen Physiker Georg Rischmann am Kopf und tötete den armen Kerl genau dort, wo er stand. Auf seiner Stirn blieb ein runder Fleck zurück und seine Kleidung wurde angesenkt. Dieser Vorfall war ein perfekter Anlass, um die ganze Wahrheit über Kugelblitze herauszufinden, aber für Wissenschaftler bleiben sie bis heute ein Rätsel. Die derzeit populärste und fundierteste Theorie wurde von John Abrahamson, einem Physiker aus Neuseeland, entwickelt. Er geht davon aus, dass beim Einschlag eines Blitzes in den Boden, der Silizium und Eisen enthält, durch die starke Hitze Siliziumoxid im Boden verdampfen kann. Die Partikel bilden eine glühende Kugel, die von ionisierten Luftströmen in die Luft getragen wird und dann verbrennt. Das erklärt weitgehend die Form, aber eine so kleine Explosion ist nicht stark genug, um einen Menschen zu töten. Die Natur des Kugelblitzes bleibt also ein Geheimnis. Genau wie ein anderes atmosphärisches Phänomen, das man hören, aber nicht sehen kann. Es klingt wie ein Düsentriebwerk oder ein Sturm, aber nichts ist zu sehen. Dieser seltsame Blitz aus heiterem Himmel verblüfft gelegentlich Menschen auf der ganzen Welt. Man nennt ihn Himmelsbeben. Und nein, es hat nichts mit Erdbeben zu tun. Bei ihren Versuchen, den Ursprung des lauten Dröhnens herauszufinden, mussten die Meteorologen bis ins Weltall gehen. Sie kamen zu dem Schluss, dass Himmelsbeben Echos von Meteoren sind, die in die Atmosphäre eindringen und in großer Höhe explodieren. Und sobald wir die Erde verlassen, werden wir auf noch mehr Geheimnisse stoßen. Wie zum Beispiel das Paradoxon der schwachen, jungen Sonne.
Im Laufe von Milliarden von Jahren ist die Sonne immer heller und heißer geworden. Und deshalb muss sie in der fernen Vergangenheit viel kälter gewesen sein. Das macht Sinn, aber Berechnungen zufolge war die junge Sonne so schwach, dass sich unser Heimatplanet in seinen frühen Jahren in ein Eis am Stiel verwandelt haben müsste. Ganz zu schweigen davon, dass es keine Ozeane, keinen Regen und kein Gewitter hätte geben dürfen. Bis heute kann keine der vielen Theorien erklären, woher die prähistorische Erde die zusätzliche Wärme hatte. Und das ist nur eines der zahlreichen Weltraumrätsel. Können wir einige beunruhigende Dinge über unser Sonnensystem erklären? Dieses riesige Gebiet ist eine einzige große Anomalie. Du hast diese Weltraumkarte schon oft in meinen Videos gesehen. Vier kleine terrestrische Planeten, darunter die Erde, dann vier Gasriesen. Bei anderen Sternen sind die Exoplaneten jedoch nicht auf diese Weise angeordnet. Alle Planeten, die den roten Zwerg im TRAPPIST-1-System umkreisen, sind gleich groß, so groß wie die Erde. Warum ist hier alles so anders? Eigentlich sind die meisten Gesteinsplaneten, die wir um andere Sterne sehen können, ein paar Mal größer als die Erde. Man nennt sie Supererden. In vielen Systemen mit einem Stern, der unserer Sonne ähnelt, sind die Umlaufbahnen mehrerer solcher Planeten dicht aneinander gereiht, während wir nur Merkur haben. Das gleiche gilt für Gasriesen. Wenn unser Sonnensystem typisch wäre, wären Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun näher aneinander und auch der Sonne viel näher, als sie es jetzt sind. Was ist der Grund für diese Anomalie? Viele Astronomen sagen, dass wir einfach keine vollständigen Karten von anderen Sternensystemen haben und das war's. Andere glauben, dass die Antwort in der frühen Geschichte unseres Sonnensystems liegt. Vielleicht stürmte der gierige Jupiter zu Beginn seiner Existenz durch die Umlaufbahn der Protoplaneten wie ein Tourist durch ein Restaurant in einem All-Inclusive-Resort und brachte alles durcheinander. Leider bezweifle ich, dass wir jemals die Wahrheit über unser einzigartiges System erfahren werden, wenn wir nicht die Zeitmaschine erfinden. Aber Kopf hoch, wir haben in der Gegenwart noch so viele Rätsel zu lösen. So sieht der Südpol des Saturns im Moment aus. Hater werden sagen, dass es eine Fotobearbeitung ist, aber nein. Dieser riesige Wolkenwirbel in der Atmosphäre des Gasriesen hat tatsächlich die Form eines Sechsecks und kann zwei Erden aufnehmen. Dieser Wirbel weigert sich nicht nur rund zu sein, er ändert auch regelmäßig seine Farbe. Wissenschaftler haben jahrzehntelang versucht, dieses Rätsel zu lösen, bis Harvard-Forscher im Jahr 2010 diesen Effekt in ihrem Labor mit einem normalen Eimer Wasser nachgestellt haben. Ihre Version legt nahe, dass der große Wirbel am Pol von kleineren Wirbeln umgeben ist, die ihn sozusagen zu einem Sechseck formen. Und ich habe gehofft, dass sich unter den Saturnwolken ein kolossaler Pool verbirgt. Jetzt lass uns über unser Sonnensystem hinausgehen und noch weiter entfernte Anomalien überprüfen. Können wir die größten Geheimnisse des Universums knacken? Die meisten Astrophysiker sind mit der Suche nach dunkler Materie und Energie beschäftigt. Wir wollen sie nicht stören, aber es gibt noch viel rätselhaftere Dinge im Weltall. Millisekundenlange Ausbrüche von Radiowellen kommen aus verschiedenen Richtungen und treffen hin und wieder auf die Erde. Sie wiederholen sich fast nie. Stell dir vor, dass du ständig Anrufe von unbekannten Nummern erhältst. Die Person legt plötzlich auf und ruft nie wieder an. Wie ärgerlich! Diese Ausbrüche von Radioenergie sind so stark, dass sie Milliarden von Lichtjahren zurücklegen, um uns zu erreichen. Können das interstellare Wi-Fi-Signale sein? Natürlich ziehen Astronomen die Möglichkeit, dass Außerirdische im Internet surfen, nie ernsthaft in Betracht. Es wird angenommen, dass diese Radiowellen von Magnetaren erzeugt werden, abnorme Neutronensterne mit einem extrem starken Magnetfeld. Oder vielleicht ist es der letzte Schrei eines Neutronensterns, der in einem schwarzen Loch verschwindet. Ich wünschte, wir könnten einige von ihnen röntgen und sehen, was sie alles verschlungen haben. Aber das ist unmöglich und wir werden die Vergangenheit von schwarzen Löchern nie erfahren. Nachdem sie den Ereignishorizont durchquert haben, verschwinden alle Objekte und Informationen spurlos aus dem Universum. Selbst Licht kann diesem Ort nicht entkommen. Aus der Perspektive der Quantenmechanik, in der nichts für immer gelöscht werden kann, klingt das unmöglich.
Und so ist eines der größten Rätsel des Universums, mit dem die moderne Physik kämpft, entstanden. Man nennt es das Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs. Manche sagen, dass die Vergangenheit des Schwarzen Lochs in der Hawking-Strahlung verschlüsselt ist. In den entweichenden Teilchen, die versuchen, dem Ereignishorizont zu entkommen. Andere gehen das Paradoxon anders an und bestehen darauf, dass ein schwarzes Loch ein sehr komplexeres Gebilde ist, das wie ein Fassball aussieht. Sie gehen auch davon aus, dass die in seinen Eingeweiden gefangenen Informationen irgendwo anders im Universum wieder auftauchen. So oder so, ein schwarzes Loch ist ein schrecklicher USB-Stick. Wenn du deine Urlaubsfotos dort speichern willst, musst du damit rechnen, dass du sie nie wieder siehst. Wenn es Wissenschaftlern endlich gelingt, das Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs zu lösen, dann könnte dies die gesamte Physik revolutionieren und uns eine universelle Theorie für alles formulieren lassen. Was denkst du? Für mich ist das zentrale Rätsel der Wissenschaft, warum wir uns überhaupt mit all diesen großen Rätseln beschäftigen müssen. Wir wissen doch schon lange, dass unser Leben eindeutig ein Teil des ironischen Paradoxons ist, geschaffen von John Stapp, einem Piloten und Wissenschaftler. Die universelle Begabung für Ungeschicklichkeit macht jede menschliche Leistung zu einem unglaublichen Wunder. Stimmst du mir zu? Übrigens, wenn du sehen willst, wie ich ein weiteres großes Geheimnis lüfte, dann schau dir dieses Video über das einzige Objekt an, das in einem schwarzen Loch überleben kann.